Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, jetzt gehen wir weiter in der Galamine. Und zwar, dass wir auf die andere Seite rauskommen. Gut, da glänzt was. Da ist noch so ein Minecart. Ich hab gerade weggedrückt, was da stand. Na gut, gegen dich kämpfen wir so. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Und was finde ich? Einen Trainer. Aber da Emil fordert dich heraus. Ich wundere mich, jetzt eine Kleinigkeit. Weil ich schon wieder so am Suchten bin die ganze Zeit. Clowncat gegen Clowncat. Wer ist der Steckere von Wert? Meins natürlich. Merkt mir dann eine Initiative. Oder Genauigkeit, eher gesagt. Ich mach mal Katapult. Sehr schön. Oh. Nochmal Katapult. Oh, du hast getroffen. Wow. Applaus. Und jetzt nicht mehr. Ein bisschen Klatsche-Klatsch machen. Oder einfach nur Quatsch, nennt man das auch. Mit Meon trainieren wir ja jetzt, dass wir die zweite Entwicklung davon auch kriegen. Mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch herumreißen können. Nee, hättest du nicht. Das weiß ich schon so. Wenn du Items findest, dann benutze sie auch. Jedes Item ist quasi wie ein Geschenk von einem Unbekannten da draußen. Ja, der das sucht. Plateauschuhe. Plateauschuhe. Der Träger wird nicht mehr durch Fallen und andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Fallen? Muss man das verstehen? Apropos, diese Items, ne? Kann ich die jetzt nutzen? Ach, ich kann die Pokémon geben. Aha. Und das hier, Top-Ohren-Stöpsel. Ah, der Ort ist dafür nichts. Das ist wahrscheinlich dann draußen. Hatte ich mir noch nicht bis jetzt ausprobiert. Ah, da liegt noch ein Ball rum. Ah, wir sind ja gleich schon draußen. Zwei Supertränke. Dann speichere ich hier vorher einmal kurz. Okay, ich würde mal sagen, aber wir tauschen das mal zu unserem Kickerlo. Willst du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist. Und geschoren da vorbei. Ach doch. Na kurz Handy kauen. Und irgendwie sitzt das und die Kopfhörer gerade richtig im Moment. So, jetzt können wir wieder. Hier liegt nichts. Ich will aber vorbei. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig. Jetzt hör mir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung von Liga-Präsident bekommen. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Pokémon-Trainer Betsys fordert dich heraus. Das ist eine
Pussy oder den Typ? Sieht man nicht. Keine Ahnung. Betis. Monocito. Okay. Da rollt einer aus seinen anderen Gens, nicht aus seinen neuen. Du willst mich platt machen. Mit deinem Level 13 Pokémon. Ist das dein Ernst? Lass mal Angriff runterschicken. Notsituation. Wow. Mitroladung. Und tschüss. Erstmal noch Initiative hochschicken. Ich muss deine Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Können zu zeigen. Dein Ernst? Angeber. Emion versucht Aquavelle zu erlernen. Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. 60. Klammergriff mach ich mal weg. Brauche ich nicht. Und tschüss. So. Mullimorba. Das war ein Psycho-Pokémon. Wenn ich richtig im Sinn bin, ja, genau das war's, ist das, was ich dachte. Nitroladung. Okay. Spaßkanone. Na, was sinkt? Angriff. Okay. Naja. Und tschüss. Okay, diesmal labert er nix. Remover. Das sagt mir gar nichts. Ah, was habe ich mir nur dabei gedacht? Lass mich das jetzt schnell beenden. Keine Ahnung, ob das verstanden. What? Wie sieht das denn aus? Eigentlich voll süß. Voll süß, aber bestimmt auch voll stark. So. Konfusion. Ah, das ist ein Psycho-Pokémon. Anscheinend. Nitroladung. Und weg bist du. Oh, ich hab dich besiegt. Pech gehabt. So, Mimeon hat neues Level erreicht, Level 13. Verstehe, na was soll's. Ich habe auch nicht ernst gemacht. Verstehe. Na was soll's. Ich habe auch nicht ernst gemacht. Wer es glaubt. Das ist eine Tussi, ne? Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien. Und ich vergesse nichts. Sollten wir uns je in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, diese Löcher zu verlassen. Okay, was soll man mit den ganzen Mundsternen? Gibt es hier immer noch Items? Ja, klar. Säckchen Sternstaub. Sternstaub, schön roter Sand, der sich seidenweich anfühlt. Er ist von geringem Wert. Nochmal was? Nö. Beutel. Ich muss mal meinen Pokémon heilen. Zack. So. Und so. Okay. Dann speichern wir einmal. Und sind gleich raus aus der Mine. So schnell geht's eigentlich. Und? Begib dich über Route 3 nach Turfield. Ja. Wir sind jetzt Route 4. Na, wer bist du? Hallo, meine große Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Toll, voll die Verschwendung. Naja, ist halt so. So, dann speichern wir hier immer nochmal. Da ist ein Baum zum Schütteln. Oh, wir können fliegen. Sehr schön. Hallo. Durch gemeinsames Spiel und Kochen beim Pokémon Camp wird dein Pokémon zutraulicher. Wenn du Lust hast, kannst du meinem Pokécamp einen Besuch abstatten.
Machen wir gleich. Oh. Energiestaub. Ein bitteres medizinisches Pulver, das die KP eines Pokémon um 60 Punkte auffüllt. Ich dachte, das wäre ein Pokémon. Dabei ist das ein Trainer, der also durch die Gegend rennt. Sieht das so aus. Dann schütteln wir mal. So. Okay. Können wir nochmal? Ja, wir können nochmal. Ich höre lieber auf. Sicher, sicher. Wir haben zwei Amarena-Bären, eine Sinebäre, drei Physi-Bären. Das war's. Dok, 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 dok. Wie sich das anhört. Dann einmal kurz speichern. Hätte er auch gemacht, wenn ich reingegangen wäre, aber gut. Oder? Oder wenn ich rausgegangen wäre? Okay, wir können auch runtergehen. Okay. Ich will kochen. So, jetzt wird gekocht. Wir nehmen mal zwei davon. Zwei davon. Und eine davon. Okay. Die wirft eine Beere rein. Noch eine. Und wir werfen dann die rein. Oder das noch einer. Was ist denn das? Ach, wir sind zu dritt. Ui, das ist eine schöne Flamme. Ah, das ist sehr schön. Nein, 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 das ist zu doll, das ist zu doll, das ist zu doll. Okay, das war zu doll. Das war zu heiß, das war zu heiß. Okay, das kann auch passieren. Dafür müssen wir aber gut umrühren. Düpp, 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 düpp. Drei Spieler waren wir diesmal. Dann war irgendwo noch jemand. Guten Appetit. Ja, da drüben nämlich. Scharfes Spaghetti-Curry. Okay. Na, wie gut ist das? Oh, das ist vorzüglich geworden wieder. Das siehst du an den Backen. Pokomil. Alle KP wurden wieder hergestellt und Statusprobleme behoben. Deine Team-Pokémon haben viele Erfahrungspunkte erhalten, sind etwas vertraulicher geworden. Hier sind voll viele Pokémon gerade. Ehrlich. Okay. Verlassen wir einfach mal. Ich wollte es einmal jetzt machen. Ja, ein paar Erfahrungspunkte waren das. Rotomorph erreicht auch Level 13. Kabador braucht noch zwei Level zum Entwickeln. Okay, Klonkette entwickelt sich. Na nun, Klonkette entwickelt sich. Das fällt bestimmt zu dem anderen jetzt. Genau. Hätten wir gar nicht fragen brauchen. Glückwunsch, dein Klonkette hat sich zu einem Waggon entwickelt. Warum? Naja, sieht auch schon ein bisschen cool aus. Kohle-Waggon. Kohle-Pokémon. Gestein, Feuer. Es produziert Steinkohle in seinem Körper. Die von ihm abfallende Kohle wurde früher in der Gala-Region fürs tägliche Leben genutzt. Auch cool. Nitro-Ladung. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, 50, 25. Dann machen wir einfach mal Felswurf weg. Dann kann es eine Stein- und eine Feuerattacke. Und zwei normale. Okay. Dann speichere ich ja mal ab. So wie ich das gerne mache. So. Pokémon. Bewegen. Ich tue mich nochmal noch an erster Stelle, dass wir noch ein bisschen kämpfen können. Um zu leveln. Hallo.
Ich trainiere meine Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist dann ein Kampf gegen dich. Versuch's doch. Pokémon-Züchter Alex fordert dich heraus. Ein Mauzi. Ist das die Gala-Form von Mauzi? Warum hat Mauzi jetzt noch eine Form bekommen? Kann mir das mal einer verraten? Ich sprint's einfach weg. Das sieht so merkwürdig aus. Aber mir kommt das irgendwie bekannt vor. Aber Mauzi hat eine Gala-Form? Okay. Ja, heil es doch einfach mal. Kann man auch mal machen, ne? So. Initiative. Nitroladung. Und tschüss. Galamaus. Warum eigentlich, ey? Jetzt gibt's einen Alola-Mauzi, jetzt gibt's noch einen Gala-Mauzi. Oh, und das ist der Murzelein. Ich wollte nicht wechseln. Naja, was will man machen? Ist halt so, ne? Na, mir kommt das Gesicht von irgendwas anderem bekannt vor. Ich weiß nur nicht mehr was. Ich weiß echt nicht mehr, was das war. Aha, Flammenkörper. Das ist schön mit Flammenkörper. Dann machen wir einen Katapult noch. Okay, weg mit dir. So. Level 14. Smetbo. Hi, Smetbo. Nitroladung. Das ist halt ein Käferflug. Sollte eigentlich auch nicht Schaden machen. Die Initiative wurde nochmal erhöht. Superschall. Ach nö. Guck mal, die Vögelchen. Kurvendreher. Na? Okay, bin verwirrt. Hier ist auch noch Konfusion. Oder war das? Nee, Psycho war das, ne? Ich höre Psycho. Ja, hör auf dich selbst zu hauen. Da es mich nicht direkt berührt, gibt es auch keine Verbrennung. Nicht mehr verwirrt, zum Glück. Und? Was? Warum? Naja, Fadenschuss. Na super. Mein Smetbo, das noch Fadenschuss kann. Aber meine Initiative sinkt dadurch. Ja. Aber auch nicht komplett. Tschüss. So. Ui, das hat gute Erfahrung gegeben, aber auch. So. Und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet. 1440. Duck, 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 duck. Bevor ich Items dafür verschwende, gehe ich mal oben heilen. Dafür ist sie ja da. Dafür ist sie ja da. Okay. speichern. Spielzeit 10 Stunden. Und ich habe noch keinen einzigen Orden. Läuft bei mir. Ein Fritzeblitz, das gleich angerannt kam. Ja, ja. So, Nitroladung. Ja, ist nicht sehr effektiv. Weil ich ja Gestein bin. Gesteinfeuer. Und Gestein ist nicht effektiv gegen Blitz. Oder Blitz ist nicht effektiv gegen Gestein. So. So. Einmal Katapult. Mach nochmal Ruxogib. Katapult. Und tschüss. Wollte eigentlich nicht besiegen, aber gut. Passiert.
Zu übermütig. Balkonier recht Level 19, Rotom auf Level 14. Ne, 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 ne. Mein Pikachu-Kostüm sieht total echt aus, oder? Gib's rück zu. Da ist eine Maus hier aufgetaucht. Pokékind Ryan fordert dich heraus. Ein Pikachu, natürlich. Pikachu? Aber Pikachu haben die richtig die Stimme genommen. Nitro-Ladung. Ja, mach du mal Donnerwelle. Paralysiert. Toll. Aber Nitro-Ladung. Initiative erstmal steigern. Ich wollte nicht Pokémon. Beutel. Paraheiler. Nicht Feuerheiler, Paraheiler. Und so. Danke. Paralysiere aufgehoben. Elektroball. Ah. Sieht schon so ein bisschen was ab eben. Aber auch nicht allzu viel. Und wir sind erst am Angreifen. Und tschüss. Pika, Pika. Pika, Pika. Ja. Pika. Das ist ein Mauzi, ne? Oh, hier ist ein Pikachu. Gegen dich wollte ich kämpfen, Mauzi. Ein Mauzi wild erscheint. Hoffentlich machen wir es nicht platt. Nicht so effektive Attacken mache ich noch. Dass wir halt ja nicht so viel abziehen. Aber das. Aber trotzdem wundert mich, dass Mauzi noch eine Form bekommen hat. Ich finde es merkwürdig. Warum Mauzi? Zweimal. Ja. Naja. Was will man machen? Ist deren Entscheidung. Nochmal Katapult. So. Und? Dann fangen wir es mal. Ich wollte eigentlich auf normal Pokéball ändern eben, aber gut. Hab zu schnell gedrückt. Und nicht ganz nachgedacht. Und? Drin. Mauzi wurde gefangen. Ich fang's auch nur, weil es eine andere Form hat, ne? Kikaleo erreicht Level 22 schon. Mimion erreicht Level 16. Sollte sich eigentlich jetzt entwickeln. Nanu, Mimion entwickelt sich. Okay. Das ist das, was wir schon gesehen haben bei den einen Trainer. Glückwunsch, dein Mimion hat sich so ein Klick-Leon entwickelt. Oder ein Flick-Leon. Fleck-Leon. Fleck-Leon, würde ich sagen. Ein Fleck-Leon. Ich sag Fleck-Leon. Ist mir lieber. Fleck-Leon, Wasserechsen-Pokémon. Wasser. Das Sekret, das aus seinen Handflächen austritt, formt es zu Wasserkugeln. Dieses nutzt es im Kampf für taktische ausgeklügelte Angriffe. Das sieht schon cool aus. Bericht. Typ Stahl. Ist das euer Ernst? Das ist ein Stahltyp? Mitname. Achso, das ist genau das gleiche. Okay. Typ Stahl. Warum nicht? Aber in dem PC mit dir. Tschüss. Ich wollte den Pokédex gucken bei Mauzi. Pokédex Bewertung, ne. Doch, Moment mal. Du kannst viele Pokémon begegnen, indem du gegen jede Menge Trainer kämpfst. Ah ja, Mauzi. Katzen-Pokémon. Mauzi Katzen-Pokémon. Typ Stahl. Gala-Form. Das Leben bei einem kriegerischen Seefahrervolk hat er stärker gemacht. Manche Stellen an seinem Körper verwandeln sich dabei zu Eisen.
Manche Stellen an seinem Körper wandelten sich dabei zu Eisen, okay? Okay. Ein Seefahrervolk. Läuft. Nein. Okay. Das war ein Voldi. Naja. Wie das Maul zu mir hinterher gerannt kommt, ey. Nitroladung. Level 16 sind die. Dann würde ich sagen, dass der Arena-Leiter Level 20 ist. Seine Pokémon. 20 bis 22, 23 so ungefähr. Würde ich mal so sagen. Nitroladung. Trotz Paralyse als erstes angegriffen. Das ist cool. Wie eine Initiative wahrscheinlich, ne? Kann nicht angreifen, ist paralysiert. Du mich auch. Bom, bom, bom. Aha, Verbrennung. Mach es platt. Platt, 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 platt. Ah, kann ich angreifen, toll. Wangenrubbler. Verbrennung. Schadet. Komm. Kann ich angreifen. Super. Super, super. Nervig. Nitroladung, ne? Geht doch. Und weg mit dir. So. Du hältst 200 Watt. Nein. Geh weg. Jetzt hat es mich auch noch gekriegt. Mann, hätte mich heilen sollen das mal. Naja. Beutel. Hundert ist zu viel. 120. Ach, Kampfunfähige war das. Stimmt ja. So, Statusprobleme weg. Okay. Ein Jauler. Na, dann mach mal Jauler. Und steig deinen Angriff mal damit. Pokémon. Attacken mal nicht. Nitroladung. Danke. Dann setz mal Silberblick gegen mich ein. Und Nitroladung. Stimmt ja, das habe ich auch noch nicht. Ist jetzt mal Premiere bei ihm. Muss noch mal gucken, wie das genau mit dem Bane ist. Weil manche haben ja so eine Chance, so eine Chance und so eine Chance. Jaula! Steigert seinen Angriff mal wieder. Heilball. Machen wir einfach mal einen normalen Pokéball. Das bringt wahrscheinlich noch weniger. Als der Premierball. Genau. Jaula! Und steiger mal deinen Angriff. Noch weiter. Katapult. Damit mache ich das so platt, ne? Und tschüss. Schon wieder. Naja. Passiert. Mir anständig. So. Das ist ein Pikachu. Trainingsbälle. Hi, Pikachu. Pikachu? Pikachu? Na, na, na. Nitroladung. Nur nicht platt machen. Ja, setz du mal Doppelteam ein. Und? Zack. Gut. Das war gut. Superball. Damit sollte ich das eigentlich fangen können jetzt. Und? Bin geblieben. So haben wir auch ein Pikachu jetzt. Okay.
Waggon erreicht Level 20, Rotom auf Level 15, Antikraft 60, Angriffe mit Antikraft, der alle Statuswerte erhöhen kann. Ich mach mal Turbodreher weg. Weil wir haben ja Nitroladung, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. So. Pikachu, Maus-Pokémon, Elektro. Je stärker die Elektrizität ist, die Pikachu produziert, desto weicher und elastischer sind seine Backentaschen. Ab in den PC mit dir. Was wollen die eigentlich mal von mir? Mich nerven wahrscheinlich. Heute? Wir haben ja genug. Ja, so viele Tränke haben wir gar nicht mehr. Aber passt schon. Wir sind ja gleich in der nächsten Stadt. Aber ich würde sagen, wir rennen hier einmal kurz raus, bevor wir angegriffen werden. Ich würde sagen, dann werde ich die Aufnahme beenden. Aber wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwert. Ciao, ciao.